Während Marion Schopp Stellung beziehen muss, nutzt Ben Handke die Gelegenheit, um vor dem Haus mit seiner Tochter zu telefonieren. Wie viel Stück Kuchen hast du? Bei der Beantwortung einer Mathefrage entdeckt Ingo Lenzens Mitarbeiter auf dem Balkon etwas. Stell mal vor, du hast ein Stück Kuchen und ich nehme dir ein Stück Kuchen weg. Was hast du dann? Hunger, ja. Ja, Schatz, Hunger ist auch richtig. Aber es ist, Mama, du erinnerst dich, vor 3 Monaten haben wir mit Herrn Lorenz von der Bank bei dir in der Küche gesetzt und einen Darlehensvertrag abgeschlossen. Der ist geplatzt. Und jetzt wurden 3.000 Euro, 2 Raten, angeblich von unserem Konto abgebucht. Genau. Und zwar nur die ersten 3.000. Offensichtlich haben Sie die Raten fürs Darlehen nicht bezahlt. Marion, ich hoffe, du verstehst, dass es nicht bei diesen 3.000 Euro bleibt. Sobald wir wieder Geld auf dem Konto haben, wird die Bank von uns 15.000 Euro abziehen. Kann ich mich mal setzen? Wir sind dann finanziell ruiniert. Ich wollte es ja alles bezahlen und ich habe auch die erste Rate bezahlt, Jannik, aber ich habe meine Arbeit verloren. Wie konnte es denn dazu kommen? Marion. Entschuldigung. Ich. Ja, Ben? Wir sind doch im 2. Stock, oder? Tatsächlich. Ja, ist das ein Balkon, der zur Straße führt? Ja. Okay, ich glaube nämlich, dass ihr da nicht alleine seid. Da steht gerade ein Mann auf dem Balkon, der genüsst sich eine Zigarette raucht. Vielleicht willst du mal nachgucken. Ach was? Gut, ich komme auch nach oben, ne? Danke. Okay, bis gleich. Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin der Lebensgefährte von Marion. Dann kommen Sie doch mal rein. Rainer! Marion, was macht der denn hier jetzt? Naja. Was soll das? Wir sind wieder zusammen. Haben Sie irgendwas, hat er was mit dem Geld zu tun? Er hat Krebs. Krebs? Ja. Ich wollte ich helfen und. Moment, ja. Also war das Geld gar nicht für dich, sondern das Geld war für Rainer? Ja, für Rainer. Kommen Sie mit. Danke. Hi, Chef. Die sind teure Medikamente, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Aber unsere ganze Hoffnung steckt da drin. Und Marion, weißt du, was das für unser Leben bedeutet? Ich zahl's auch zurück, wenn es mir wieder begeht, versprochen. Ach, Rainer. Herr Lenzen, wenn das Geld jetzt nicht für Marion verwendet wird, sondern für Rainer, hat das irgendwelche Auswirkungen auf unseren, auf dieses Darlehen, auf diese Bürgschaft? Auf diese Bürgschaftssicherung? Ja, von meinem Mann? Nicht. Nein? Was die Darlehensnehmerin Geld macht, das steht ihr ja frei. Sie kann sich ein Auto dafür kaufen, sie kann jemanden unterstützen oder Schulden bezahlen oder was auch immer. Mir geht's wirklich schlecht. Und es wäre mir jetzt lieb, wenn ihr jetzt geht. Echt? Okay. Ich glaube, es wäre auch besser, wenn wir jetzt gehen. Ja. Okay. Gut. Also, lassen wir es gehen. Ja, besser ist das, glaube ich. Also, es bringt euch vor. Mama, wir melden uns bei dir, ja? Es tut mir leid. Die Begegnung mit dem rauchenden Krebspatienten hat Ingo Lenzens Misstrauen geweckt. Auch Mandantin Larissa Schopp ist sicher, dass Rainer Karl ihre Schwiegermutter finanziell ausnimmt, ohne Skrupel dadurch die Existenz der ganzen Familie zu gefährden. Ich kann's nicht glauben, dass Marion wieder mit diesem Schmarotzer Rainer zusammen ist. Also ganz ehrlich, soll ich Ihnen mal was sagen? Ich will ja wirklich keinem Kranken was unterstellen, ja? Das liegt mir ferner als alles andere. Aber ob Rainer wirklich Krebs hat. Also ich weiß nicht. Also auf mich wirkte der nicht wirklich krank und schon gar nicht so, als ob er ja experimentelle, teure Medikamente haben müsste, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Ganz ehrlich, sah nicht so aus. Genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich meine, ich habe den mal auf dem Balkon eine Zigarette rauchen sehen. Was? Okay. Ich meine, würde es mir so schlecht gehen, wäre die letzte Idee, die ich hätte, wenn ich Krebs hätte, noch eine Zigarette zu rauchen. Oh ja, absurd. Ja, und es ist. Ich weiß, was für Medikamente er nimmt. Was? Vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Wo sind die? Hab ich gefunden. Die gehen ins Labor. Also Sarah hat sich mal drum kümmern. Sarah Grüner lässt das Medikament umgehend analysieren und legt sich am folgenden Morgen mit Ben Handke auf die Lauer, um mehr über den angeblich krebskranken Partner der Schwiegermutter zu erfahren. Da braucht Ingo Lenzens Mandantin akut Hilfe. Tag. Gut, dass Sie da sind. Bitte kommen Sie rein. Gerne, dann zeigen Sie mir, was los ist. Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen von einer Mama, mit der ich immer in den Indoor-Spielplatz gehe, ja, mit unseren Kindern. Und bitte setzen Sie sich, ich muss Ihnen was zeigen. Ja, nach Ihnen.
Und sie hat mir gesagt, ich soll mal auf die Seite des Indoor-Spielplatzes gehen. Ja. Die haben ihren Ausweis veröffentlicht. Ja, mit dem Text. Diese Frau Larissa Schopp ist eine Betrügerin und Zechprellerin. Lassen Sie nicht bei sich einkaufen, bestellen oder zu Gast sein. Sie wird Ihre Rechnung nicht begleichen, sondern mit einer fiesen, mitleidigen Masche behaupten, Ihr Konto sei gesperrt. Und dann versuchen, von Ihnen eine Rechnung zu bekommen, die sie später nicht begleichen wird. Sie bleiben auf Ihren Kosten sitzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Woher haben die denn Ihren Ausweis? Ich kann mir nur vorstellen, dass diese grimmige Kassiererin, ich musste ihn als Pfand dort lassen. So, und was? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie den abfotografiert hat, um mich da jetzt bloßzustellen. Jetzt bin ich nicht nur finanziell ruiniert, sondern stehe auch noch als Verbrecherin da. Ich kann mich doch nirgendwo mehr blicken lassen, also, mit meiner Tochter. Ja, allen Ernstes, diese Kassiererin ist nicht befugt, von Ihnen den Pass zu verlangen, weder Personalausweis noch Reisepass. Die dürfen so etwas nicht als Pfand annehmen. Das ist ein Grundsatz in Deutschland. Das wusste ich. Ja? Ja. So, und ich rufe die aber jetzt sofort an und werde denen erzählen, dass sie das diesen Post sofort runternehmen. Ich bin wirklich, danke, vielen, vielen Dank. Das hört doch nichts mehr, Mann. Ich glaube auch, überleg mal, wie lange wir schon hier sitzen. Aber dass dieser Reine nicht mal einen Fuß vor die Tür setzt, ich verstehe es nicht. Ja, wahrscheinlich ist er noch faul oder was, keine Ahnung. Keine Ahnung. Warte mal. Er ist wirklich krank. Warte mal, ich habe gerade eine Mail gekriegt. Von? Vom Labor. Ergebnis. Tablettenanalyse. Moment, ich guck mal gerade. Zeig mal her. Jetzt nehmen Sie bitte diese Veröffentlichung unverzüglich zurück. Ja? Löschen Sie diese Nachricht. Haben wir es ja verstanden? Unverzüglich. Danke. Wiederhören. So, also, der Post wird sofort gelöscht. Da können Sie sich drauf verlassen. Das ist wirklich. Das ist. Nein, das geht gar nicht. Und ich sage Ihnen eines, wir werden da auch noch eine Strafanzeige erstatten, weil das geht zu weit. Ja. Das ist auch nicht mehr tolerabel, selbst wenn Sie es jetzt gleich runternehmen. Entschuldigung. Ja. Ich kriege hier gerade von meiner Mitarbeiterin, der Frau Grüner, eine Mail, in der sie mir mitteilt, dass der Herr Karl. Ja, Herr Rainer. Keine Krebsmedikamente nimmt. Wie bitte? Wir haben ja diese Medikamente gecheckt. Ja. Das sind einfache Vitamin-C-Pillen. So hinterlistig. Überleg mal, wer mit sowas Scherze macht. Unglaublich. Einfach eine Krankheit vortäuschen. Dann auch so eine schlimme. Was denn? Apropos Typ. Gerade dann an uns vorbeigelaufen. Echt? Mhm. Also. Warte, läuft zu dem Wagen hinter uns, oder? Hat einer auf den gewartet anscheinend. Okay, gut. Da müssen die ja eigentlich. Dadurch, dass das da hinten eine Sackgasse ist. Müssen die hier rausfahren. Okay. Hä, warum stehen. Sarah, der kennt mich, der weiß, wie ich aussehe. Er hat aber keine Ahnung, wie du aussiehst. Hast du nicht Lust, mal kurz hinzugehen und versuchen, was ich. Wir versuchen, was er jetzt. Ja, ein, zwei Bilder machen, gucken, was da los ist. Das ist nicht ein bisschen auffällig, wenn ich jetzt da lang laufe? Du auffällst, würdest du telefonieren, machst Undercover-Bilder, du weißt doch, wie das funktioniert. Okay, gut. Komm schon. Ja, okay. Ich sehr unauffällig, ja? Ja. Jetzt. Unauffällig! Sorry. Okay, ich versuche mal mein Glück. Okay, sehr gut, Sarah. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Du hast das Handy in der falschen Hand, Mann. Okay, versuch mal was. Ich hab jetzt eine kleine Drehung. Sehr schön. Und? Und? Bild. Ja. Okay, hat's geschafft. Puh, wunderbar. So, hast du was erkennen können? Ja. Und ja? Ob. Guck dir das mal an, mit wem der da im Wagen sitzt. Siehst du das? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh, doch. Ja. Oh, warte, die steigen wieder aus. Okay, warte, ich häng mich an die dran. Du gibst irgendwo Bescheid. Und ich guck mal, was die da treiben. Warte kurz. Hallo, die zwischen okay. Ab. Ja, los dahin. Geht's. Unauffällig, Sarah. Ja, okay, diesmal. Warte. Okay. Ah, schon besser. Und die Beschattung durch Sarah Grüner fördert noch mehr ans Licht. Mit diesen brisanten Erkenntnissen bestellt Ingolenzen alle Beteiligten in die Wohnung von Schwiegermutter Marion Schopp. Nicht Rainer Karl allein treibt ein falsches Spiel. Schatz. Kannst du mir meine Tabletten und Schluckwasser geben? Genau deshalb sind wir da. Wegen meiner Tabletten? Ja. Wollen Sie dazu irgendwas erklären? Ja, das sind meine Krebsmedikamente. Mhm.
Genau. Darf ich mal? Ja, Dankeschön. Ihre Krebsmedikamente. Wir haben eine Ihrer Tabletten ins Labor gebracht. Was meinen Sie, was da rauskam? Der Bestandteil der Tabletten ist ausschließlich Vitamin C. Wollen die mich betrügen? Nee. Sie wollen hier jemanden betrügen. Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind überhaupt nicht krebskrank. Sagen Sie mir mal eins, wer ist Herr Lorenz? Woher kennen Sie den? Kennt keiner Lorenz. Kennt keiner Lorenz. Lorenz ist doch der von der Bank. Genau. Sah aber vorher noch ganz anders Bank aus. So, schauen wir doch mal hier. Da sitzen Sie mit Herrn Lorenz zusammen im Auto. Sie kennen ihn nicht? Ach so, da wollte ich hier über den Kredit noch mal mit ihm reden und über die Abzahlungsmöglichkeit. Sie erinnern sich also, über was Sie mit ihm reden wollten, aber wissen nicht, wer es ist. Du bist ein Lügner, bitte. Rainer. Aber warum wollten Sie mit ihm über den Kredit reden? Das ist doch gar nicht die Sache, die Sie mit ihm zu besprechen haben. Da gibt es doch was ganz anderes. Frau Grüner zeigt es Ihnen. Genau. Und dafür, dass Sie nur mit ihm reden wollten, hatten Sie aber ganz schön wild diskutiert, ne? Ich habe übrigens das Foto gemacht und ich bin Ihnen danach dann auch gefolgt. So. Und dann habe ich gesehen, dass Sie hier in eine Spielothek gegangen sind. Schauen Sie mal, da habe ich auch ein schönes Video von gemacht. So. Wie schön jetzt? Hier am Automaten, stoßen gemeinsam an. So. Oh, das gibt's nicht. Sieht man noch mal, wie die Scheine hin und her gehen. Einmal ein Schmarotzer, einmal ein Schmarotzer. Ich möchte, dass du sofort. Ja? So. Gehst. Und warum? Ich weiß es nicht. Sie sind beide spielsüchtig. Nur Sie hatten sich verzockt. Sie brauchten auf einmal dringend Kohle. Und deshalb haben Sie sich dann wieder an Frau Schopp rangemacht und haben mir eine Liebe vorgegaukelt, die überhaupt nicht existent ist. Ich möchte jetzt, dass du sofort die Koffer packst und gehst. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher. Hanke hilft Ihnen dabei. Sehr gern. Rainer Kahl und Martin Lorenz wurden wegen gemeinschaftlichen Betruges verurteilt. Beide müssen für den entstandenen Schaden haften. Das Ermittlungsverfahren gegen meine Mandantin wurde eingestellt. Die Bank hat ihr die Schadenssumme von 3.000 Euro erstattet.